Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising World. In der letzten Folge haben wir die Dächer ein bisschen bearbeitet. Und hier bei der Scheune auf dem Dach bzw. die Kanten, die Stirnseiten jeweils, da ist noch, da fehlt noch die vernünftige Schräge. Da haben wir noch diese Absätze drin. Und die wollen wir heute mal in Angriff nehmen. Ich habe mir auch schon nicht viel, aber ein paar Gerüste hier besorgt. 7 haben wir davon. Und die Rampen nehmen wir die hier erstmal. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier können wir die erste aufbauen. Dann müssen wir mal an das Gerüst so ein Gestell bauen. Und hier kommt dann direkt die zweite Rampe dran. Anscheinend nicht die, sondern die andere. Warum man das auch nicht einfach so drehen kann, ich weiß es nicht. Und hier kommen dann einmal das dran. Und dann dürfte das eigentlich doch schon reichen. Wir haben jetzt natürlich jetzt nicht genug Material dabei. Aber das sollte ja mal egal sein. Oh. Kommen wir da noch dran? Nee. Dann müssen wir doch noch eine Rampe setzen. Weil so kommen wir da nicht dran. Aber das ist nicht schlimm. Denn... Oh Gott. Die können wir wieder abbauen. Jetzt muss ich mal kurz von unten gucken, wie das aussieht. Was haben wir denn da jetzt fabriziert? Hä? Das sieht ja ganz merkwürdig aus. Was ist denn das? Braucht mir sowieso. Das sieht ja mal extrem komisch aus. So kommen wir aufs Dach. Wow. Das hätte jetzt auch schief gehen können. So, jetzt nehmen wir uns nochmal hier die Dinger. Und die machen wir uns so. So, jetzt müsste das eigentlich wieder passen. Zack. Jetzt gehen wir mal kurz unten gucken. Ja, so passt's. Was war denn da jetzt falsch? Ich hab keine Ahnung. Ist ja auch egal. Jetzt passt das. Jetzt müssen wir noch mal gleich ein paar Schrägen machen. Aber erstmal bauen wir das hier wieder zu. Denn das brauchen wir jetzt nicht. Haben wir noch irgendwie Schrägen eingelagert? Fragezeichen. Oder muss ich neue herstellen? Ich glaube, ich war der Meinung, wir haben keine mehr. Aber bevor wir jetzt neue machen, gehen wir lieber mal gucken. Anscheinend haben wir doch noch welche.
So, nehmen wir das alles mal mit. Die müssen ja nicht versauern hier. Die können wir ja auch nutzen. So, ich habe übrigens Toni rausgeholt, denn ich war für die Gerüste Holz holen. Und damit das andere fertig gebaut, habe ich ihn mal einfach draußen stehen lassen. Und zack. So, das dürfte jetzt passen. Jetzt können wir das alles wieder abbauen hier. Diesmal bleibe ich nicht auf dem Gerüst stehen, denn da unten drunter ist kein Zwischenboden. Komm, du kommst jetzt auch mit. So. Das Ganze machen wir jetzt nämlich auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann sieht das doch eigentlich ganz schnieke aus. Und mir das Holz eigentlich... Ich weiß nicht, ob... Ja, ist jetzt nicht das hübscheste Dach, aber immerhin ist ein Dach drauf. So, hier müssen wir das Gerüst auch nochmal aufbauen. Nicht mit dem, sondern hier das. Das brauchen wir. Müssen wir das einmal drehen. So. Dann brauchen wir so ein Zwischending. Und das war passend daneben. Dann kommt dann noch ein Aufgang drauf. Und dann kommt da so ein Boden hin. Hier. Und einmal hier machen wir das auch nochmal. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier ist Luft. Und da könnten wir eventuell runterfallen. Aber wir passen einfach auf. Das klappt bestimmt. Und dann passiert auch nichts. So. Hier und aufpassen. Ja, ja. Wir haben uns schon mal die Beine gebrochen. Jawohl. Einmal drehen. Passt das? Ich hatte nämlich keine Lust, noch ein Gerüst dahin zu bauen. Oh nein. Kommen wir da so dran? Ja, da kommen wir so rein. Perfekt. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Passt. Jawohl. So, lassen wir das Ganze stehen. Jetzt bauen wir die Gerüste nämlich wieder ab. So. Und dann müssen wir uns... Hallo? Danke. Müssen wir uns jetzt noch Gedanken machen, wie wir das mit der Inneneinrichtung sozusagen machen. Mit dem Boden und allem. Machen wir da eventuell einen Betonboden einfach rein? Hallo? Oder lassen wir das als... Erde ist scheiße. Ich glaube, Erde ist nicht so gut. Da tendiere ich dann doch lieber zum Betonboden, wenn ich ehrlich bin. Oder irgendwie sowas in die Richtung zumindest. Oder irgendeinen schicken Holzboden, wenn es sowas noch gibt. Naturstein, was ist das hier? Steinziegel passt auch nicht so wirklich. Sandstein auch nicht. Pflasterstein eventuell auch nicht so wirklich. Das sind mal Pflastersteine.
Das hätten wir mal früher sehen müssen. Da weiß ich ja, wie wir unsere Terrasse umbauen. Eventuell. Oder dann weiß ich schon mal Bescheid fürs nächste Mal. Dass wir sowas auch haben. Das habe ich letztens gar nicht gesehen. Marmor. Marmor passt nicht in einen Feldstein, niemals. Holzblöcke, da haben wir wieder das Problem mit den Holzblöcken. Holzplanken. Steinfliegen. Okay. Asphalt, natürlich. Okay, soll Asphalt sein? Beton, hier. Ja. Betonplatten eventuell. Passt auch nicht. Stahlbeton. Wo ist denn der Unterschied? Ich habe da jetzt keinen Unterschied. Okay. Ist ja auch egal, vielleicht ist es auch zweimal drin, man weiß es nicht. Putz ist natürlich schön für Häuser. Ja, so ein schönes pinkes Haus. Oder schwarz, blau, grün, gelb, rot, weiß. Kann man eigentlich richtig schön fürs Haus verwenden. Was ist das denn? Kann man auch eigentlich machen. Fliesen. Fliesen passen auch nicht so wirklich. Marmorfliesen. Kupf. Ja, gut, hier fängt nur noch Schrott an. Metall, Metallplatten, recyceltes Metall. Ornamentfliesen und natürlich. Ja, natürlich Schnee. Erde und Gras rein. Man könnte es machen oder nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das nochmal vor die Wand. Jawohl. Wir gucken uns das nochmal vor Ort an. Das würde natürlich wieder einen Absatz hochgehen. Eine Tür brauchen wir immer noch. Die haben wir auch noch nicht. Was für Türen machen wir rein, wo das Pferd auch durchpasst? Das Pferd ist jetzt durch das Gitter gegangen, okay. Wie machen wir die einzelnen Boxen? Da habe ich auch noch keine Ahnung. Oder lassen wir das einfach so? Ach komm, wir lassen das einmal Pferd mal frei. Wir müssen immer noch welche sammeln. Hier, du bist frei. Du darfst sehr gerne wieder raus. Hier lasse ich dich auch nochmal mit raus. Aber die Dinger nehme ich mit. Ja, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Falls ihr Ideen habt, wie man die Scheune weiterbauen könnte und wie wir den Boden machen könnte, oder ob man den einfach so lassen soll, oder mit den Boxen, wie wir die vernünftig bauen können, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es und lasst ein Like da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und macht's gut.